Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier beim House Flipper 2. Und ja, ich bin schon zu Jane rübergereist. Wir müssen dort heute einmal in dem Buchladen noch ein Café errichten. Denn die gute Frau oder die Dame hier, Sekunde, mit der E-Mail. Die gute, Moment. Und seine Freundin, die Schachtel, da stand ein Name dabei. Okay. Also die Freundin zumindest von Jane, die ist Barista und die möchte da gerne noch einen Kaffee haben. Und das heißt, wir legen heute los. Wir können heute zum ersten Mal streichen und wir müssen eine Verkabelung machen, Leute. Es wird wild, Freunde. Und wir müssen Möbel kaufen. Ey, geil. Okay. Also, als allererstes hier draußen, was müssen wir hier draußen machen? Wir müssen ein paar Sachen verkaufen, wir müssen Müllhaufen entfernen und wir müssen einen Karton auspacken. Okay, starten wir erstmal mit dem Verkauf. Wir müssen hier die Paletten verkaufen und einen Kühlschrank. Ah, hier den. Oh, der sieht aber wild, sehr, sehr wild aus. Und das Schild hier oben. Rock Crayfish Bookshop. Okay, dann müssen wir hier den Müll hier einmal entfernen. Weg mit dem ganzen Bums. Das hat hier am Strand nichts zu suchen und das sieht vor allen Dingen auch aus wie Sau. So, haben wir noch was? Jetzt müssen wir hier noch den Karton auspacken. Da ist bestimmt jetzt ein neues Bild drin. Jawohl. Rock and Greyfish Bookshop Café. Ja, wunderhübsch, Leute. Da hat das doch direkt schon mal wieder einen ganz anderen Blick hier. Nice. Okay, aber das hier würde ich auch am liebsten gerne wegschmeißen, aber das geht nicht. Tatsächlich leider. Ah doch, das geht. Okay. Den Stock machen wir auch noch weg, damit das hier... Ja, guck doch mal und schon sieht das wieder ganz anders aus, Leute. Sieht das wieder ganz anders aus. So, wer soll denn kaufen? 2 Tischknicknacks und 2 Stühle von Tomazon. Okay. Also, wir sollen davon 2 Stück kaufen. Sollen mit Tischdecke, ohne Tischdecke? Es stand keine Tischdecke dabei, ne? Wir machen ohne Tischdecke. Okay, was kostet der? 1119? Oh mein Gott, Leute. Oh, wir können hier anscheinend noch das Holz irgendwie ändern, ne? Oha, Leute, ey, was ist denn das, ey? Das ist ja richtig krass, was wir hier so an Möglichkeiten hat. Wow. Okay, krass. Leute, das ist krass. Okay. Ich würde es jetzt einfach mal hier so lassen, wie es ist. So, 2 Stück sollen wir holen. Sollen wir die jetzt einfach hier draußen hinstellen, oder was? So oder was? Und vielleicht... So oder wie? Okay, und 4 Stühle von Tomazon. Tomaston. Die kosten nur 61. Warum waren denn bitte die Tische so teuer, ey? Crazy. Okay, wir machen das... Ach, guck mal, da hätten wir auch... Okay. I'm so stupid. Okay, whatever. Ach, da kann man da auch noch das Muster auswählen. Ach, du lieber. Leute, das ist ja verrückt. Jetzt wäre hier irgendwas mit einem Frosch ganz cool gewesen, ne? Frog. Egal, wir nehmen einfach das. Egal. 4 Stühle. Stuhl Nummer 1. Stuhl Nummer 2. 3 und 4. So, dann sind wir hier draußen tatsächlich schon fertig. Ey, geil, Leute. Jetzt wird's hier richtig spannend, ey. Ich sag's euch, jetzt wird's... Oh, hätten wir das vielleicht da unten hinstellen sollen? Hätten wir das hier unten hinstellen können? Ach nee, hier unten sollen wir auch noch was hinmachen. Ach, wie geil, Leute. Okay, alles klar. Wir brauchen wieder 3 Tische. Wir nehmen die Tische so, wie sie jetzt sind.
Und wir machen das natürlich. Stellen wir den einen dahin, den anderen dahin und den letzten dahin. So, 3, 6 Stühle. Leute, ich versuche die so. Ja, ich weiß, jetzt wird der ein oder andere meckern und sagen, Jimmy, Alter, was hast du bitte für einen Geschmack? Ja, aber, ich will mich damit jetzt nicht zu lange aufhalten. Später, wenn wir unsere Häuser gestalten, dann wird es anders. So, ein Schaukelspielzeug. Das stellen wir mal dahin. Und wir sollen noch ein Spielhaus. Ein Spielhaus für die Kids. Ja, nice. So. Zack. Die Frage ist, will man das unbedingt hier haben? Aber Leute, wenigstens so, man kann hier sitzen und man kann hier schön auf die Küste starren. Das ist doch herrlich, oder? Das ist doch schön. Ich glaube, das kann man so lassen. Ganz kurz, müssen wir hier draußen noch was machen, bevor wir hier jetzt irgendwie... Nee, okay. Alright. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal rein. Zack. Was haben wir hier zu tun? Hier drinnen müssen wir verkaufen, kaufen, Karton auspacken, Müllhaufen entfernen, Flecken, staubsaugen und kaufen. Okay. Wir fangen erstmal an mit... Am besten mit dem Verkaufen. Wir sollen verkaufen. Okay, wir gucken. Ah, das hier sollen wir, glaube ich, verkaufen. Wir sollen das hier verkaufen. Wir sollen das Regal verkaufen. Das hier vermutlich auch, genau. Das hier. Noch ein Regal. Das hier. Oh, das steht... Direkt hier, so dass ich es total übersehen habe. Okay, alright. Dann einmal kurz hier zumindest mal über den Boden schrubben. Überall da, wo die Schränke gestanden haben. So sieht das nämlich aus wie A. So. Oh je, Leute. Ach du lieber Gott. Da gehen wir gleich rein. Machen wir erstmal hier fertig. Hier noch die Chips aufsaugen. War hier noch was zum Saugen? Nee. Ah, da ist noch was zum Putzen. Hier noch ein bisschen was wegsaugen. Komm schon. Jawohl. Da müssen wir hier nochmal putzen. Und müssen hier einmal den Müll entfernen. So, wir haben noch einen Müllhaufen, der muss weg. Ah, hier oben. Sehr gut. Und da haben wir einen Karton zum Auspacken und müssen das hier dann dementsprechend noch kaufen. Ich würde aber sagen, nee, nicht das einzelne Buch, das ganze Teil hier. Können wir das hier irgendwie reinstellen? Ja, sehr gut. Ich würde das Buch sehr gerne hochkant hier rein. So, das stellen wir hier dazu. Jetzt ist die Frage, können wir den Tisch nach... Ja, wir gucken mal, ob wir den Tisch da stehen lassen können. Auf jeden Fall erstmal hier den Sessel. So. Den stellen wir mal hier hin, dann kann man sich hier schön entspannen. Wir brauchen einen Couchtisch. So. Und wir brauchen noch ein Ottomane. Den stellen wir einfach mal hier so dahin. So, dann müssen hier noch 2 Tische hin. Vielleicht so. Und ja. Moment. Vielleicht stellen wir den... I don't know, Leute, wo stellen wir den hin? Einfach da? Vielleicht. Und das so. Und... Oh Leute, das ist ja... Oh mein Gott. Okay, wir stellen den Stuhl dahin. Den dahin.
So. Und so. Ich weiß nicht, ob das so schick ist, aber... Nee, eigentlich nicht, gell? Ihr werdet mich alle auslachen und werdet sagen, was ist denn eigentlich mit dir, Timmy? Was treibst du denn da? Ja, ich weiß es auch nicht. Ja. Ich weiß es auch nicht. Hier ist noch eine Kaffeemaschine. So. Dann Kaffee. Jawohl. Zack. Nochmal Kaffee. Zack. Noch ein paar Becherchen. Noch ein paar Tässchen. Voila. So. Auch noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Und fertig. Okay. Sehr schön. Dann haben wir hier schon mal alles erledigt. Es ist jetzt nicht die Welt, die sich hier darbietet. Aber okay. Ja. Ja. Es ist anders halt, ne? Okay. Jetzt haben wir hier noch die Küche. Die sieht aus wie bei Hempels. Ich weiß nicht, was die Leute hier treiben, dass die hier immer so einen Dreck machen. Egal. Wir sind beauftragt worden, das hier wieder wegzumachen. Und wir sollen hier... Leute, hier sollen wir streichen. Hier sollen wir streichen. Okay, nice. Nice, nice, nice. Okay. Wir gucken mal, was wir noch machen sollen. Wir sollen hier den Eimer verkaufen. Das können wir auch verkaufen, das brauchen wir nicht. Das kriegen wir auch ohne Guide hin. Kurz mal saugen. Ah ne, das ist gar kein, das ist so Schmutz. So. Okay. Jetzt sollen wir streichen. Und zwar in rosa Farbe verblasst. Moment, wir machen erst noch die Flecken weg. Ah, hier ist noch. Und machen kurz das Fenster sauber. Oder die beiden Fenster sauber. So. Whoop. And the other one. Stark. Das. Oh, hier ist noch. Ja, den machen wir natürlich noch weg, den Trash hier. So, dann können wir mal ganz kurz hier den Trockner. Könnte aber auch eine Waschmaschine sein. Trockner oder Waschmaschine. So, jetzt werden wir noch streichen, Leute. Und zwar in rosa verblasst. Rosa verblasst. Kaufen wir. Stellen wir dahin. Und jetzt probieren wir das aus. Also, mehr Farbe holen. Was Farbbränder festlegen. Mehr Farbe holen. Okay. Und jetzt. Oh. Und jetzt kann ich das hier streichen. Ach so. Aha. Das ist natürlich nice, Leute. Stark. Guckt euch das mal an hier. Naturtalent. Zack. Und Abfahrt. Leute, ich werde hier der geborene Streicher. Ich sage euch. Ich mache hier alles wieder schick. Oh, keine Farbe mehr. So. In zartem, verblasstem Rosa. Ach, guckt euch an, wie herrlich. So. Dann machen wir das hier. Ah, Moment. Aha. So. Hey Leute, ich sag's euch. Das soll mir erstmal einer nachmachen hier. Wie ich hier den Streicher mache. Guckt euch an. Guckt euch das an. Das kriegt doch keiner von euch besser hin hier mit dem Streichen, oder?
Zack. Guck mal. Guckt euch an, was ich erschaffen habe. Haha. War nur eine Wand, aber ey, es ist immerhin, es ist schön rosa geworden, Leute. Es ist wunderschön geworden. So, was müssen wir jetzt noch machen? Hier müssen wir nichts mehr machen. Wir haben hier alles erledigt. Das heißt, wir können, glaube ich, die Farbe wieder verkaufen. So. Jetzt, ich glaube, wir müssen vermutlich... hier drinnen war ja nichts mehr, oder? Hier sind die Toiletten. Hier ist alles easy. Hier ist alles tutti. Wir müssen bestimmt nochmal da hoch. Da oben gibt es bestimmt noch was zu tun. Ja, habe ich mir doch gedacht. Okay, wir haben hier oben noch ein bisschen was zu verkaufen. Machen wir natürlich als allererstes. Hier diesen ganzen alten Schinken da weg. Hier noch was? Nein. Wir müssen Sachen kaufen. Und wir müssen noch was auspacken. Und wir müssen noch ein paar Flecken entfernen, staubsaugen und Karton auspacken. Okay. Erstmal die Flecken entfernen. So. Ich glaube, das sollte hier oben dann vermutlich so eine Chill-Area sein, wo man dann sich ganz gemütlich hinhocken kann und kann sich die Bücher durchlesen. So. Wir sollen hier eine Pflanze holen, noch einen Tisch, noch einen Ottomane, noch einen Ottoman. Okay, wir machen das erstmal hier. Ich weiß zwar nicht, wieso man sich lieber sowas hier hinstellt, aber... Du, ne? Ich sag mal so, mein Lieber, meine Freunde. Jeder, wie er will, ne? So. Und dann... Zack. Ne, Quatsch, das war falsch. Da soll das rein. Upsi. Ja, das macht sich doch gut hier drauf, oder? Hier, so. Zack. Ich glaube, ich bin da nicht so ganz right in the middle, I think. Maybe. Ah ja, wird schon. Okay, dann brauchen wir hier noch diese Pflanze hier. Zack. Ja, ja. Noch Couchtisch, obala. Den stellen wir mal ganz kurz hier hin. Oh, in ganz schönem Grün. Den da noch. Und noch so ein Teil hier. Zack. Dann nehmen wir den mal und stellen den da hin. Nimm das mal ganz kurz und leg das mal hier ab. Das stellen wir mal da hinten nebendran. Das machen wir da hin. Den so. Dann stellen wir den dorthin. Und das da in die Ecke. Und dann machen wir mal hier noch den Karton auf und gucken mal, was hier noch drin ist. Ach du lieber Gott, noch so ein Bild. Naja, wunderhübsch. Absolut wunderhübsch. Eine Kerze. Ja, so eine Kerze hier drauf, auf dem Kamin. Easy. Sehe ich. Noch eine Kerze. Die stellen wir hier auf den Tisch. Achso, wartet mal. Moment. So. Kerze. 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 Moment. Ein bisschen schöner, ne? So. So. Haben wir jetzt hier? Ah ne, hier fehlt noch was. Wir sollen das Beinebett, ein Einzelbett verkaufen und natürlich ein Doppelbett kaufen. Macht natürlich Sinn, ne? Damit das hier für das Pärchen da nachher vielleicht... Pärchen? Was? So. Oder das Bett ist größer, Freunde. Anscheinend. Passt das trotzdem dahin so? Ah ja. So, zack. Dann stellen wir den hier da wieder vorne dran. Zack. Und dann packen wir noch den einen Karton aus. Wo ist er? Hier. Was haben wir hier noch drin? Eine Vase. So.
Dann stellen wir das noch dahin. Hier noch den schönen Fisch dahin. Und noch so eine Tasse. Die stellen wir natürlich da drauf. Dann würde ich sagen, stellen wir die Vase hier oben hin. So. Tada. Haben wir hier noch was zu erledigen? Nö. Leute, wir sind fertig. Ich glaube, wir haben Jane und ihrer Freundin hier was Schönes getan. Es war doch Jane, oder? War es Jane? Jane? Jane, ja. Ganz kurz war ich verwirrt. Okay, Leute, ich würde sagen, Hammer, oder? Ich glaube, wir haben den zwei hier einen großen Gefallen getan. Haben hier alles erledigt. Und ja, ich würde sagen, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, Leute. Mega geile Sache. Wir geben jetzt erstmal den Auftrag ab und kassieren dafür, Leute. 9.819 Euro. Ey, absolut geil. Wir haben auch das erste Mal gestrichen. Wir haben den Staubsauger benutzt. Und wir haben vor allen Dingen das erste Mal Sachen gekauft. Mega, mega geil. Tja, Leute, mega. So, jetzt haben wir hier auch nochmal eine Info bekommen. Montage. Das Möblieren von Häusern ist eine der grundlegendsten Aufgaben jedes Flippers. Und jetzt kannst du lernen, Möbel selbst zu montieren. Drücke auf Tab und öffne den Tab Montage, um zu sehen, welche Kurse verfügbar sind. Durch das Abschließen von Kursen erhältst du einen Ladenrabatt auf die Objekte, die du gelernt hast, zu montieren. Versuch es mal, okay? Montage. Bilderrahmenmontage. Also wir können jetzt hier eine Bilderrahmenmontage machen. Aber das, Leute, machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Da werden wir in die Bilderrahmenmontage gehen. Wir müssen hier zwei Aufgaben abliefern. Also neue Wände, neues Ich. Also wir müssen hier einmal okay, wir müssen hier Wände reparieren. Wir müssen Fliesen anscheinend installieren. Und wir müssen Möbelstücke ersetzen. Oder wir müssen hier einmal der Morgen nach der Afterparty. Ja, da müssen wir anscheinend ziemlich viel aufräumen und müssen ein paar neue Möbel kaufen. Wir müssen hier ein bisschen was an der Einrichtung moderner gestalten. Und wir müssen ein neues Wohnzimmer anscheinend erstellen. Ja, Leute. Ich würde sagen, schreibt mir mal in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen. Sollen wir zum Love Russo gehen und dort hier nach seiner Afterparty ein bisschen was schick machen? Oder sollen wir hier einmal zu Mr. Mark Peschini und da eine neue Wand anscheinend erstellen, ein paar Fliesen installieren und ein paar Möbel kaufen? Ja, es bleibt spannend, Leute. Wir werden es sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Aktueller Kontostand sind schon 27.588 Euro, Freunde. Und ja, Hammer. War eine geile Folge. Ich hatte sehr viel Spaß. Und ich würde sagen, Leute, wenn ihr auch Spaß hattet, dann lasst mir gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo und aktiviert die Glocke, wenn ihr weiteres hier beim Hausflipper 2 nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.